Wir sagen einfach Bundespräsident oder sowas, dann ist, naja, geht auch. Nein, eigentlich wollte ich anders einsteigen in dieses Interview, Herr Weidmann, aber das ganze Konzept nachdem diese Sänger Sie nun ausgerechnet mit der Europahymne angekündigt haben und in den Zeitungen überall steht, dass es ja sein könnte, dass Sie vielleicht bald nicht mehr Gastgeber eines Tages der offenen Tür der Bundesbank sein könnten. Also das würde jetzt nicht ausschließen, dass es Tage der offenen Türe gibt. Aber ja, dass es die gibt, aber dass Sie nicht mehr der Gastgeber sind, weil Sie werden halt heiß gehandelt, reden wir nicht drum herum, als Kandidat für das Präsidentenamt bei der Europäischen Zentralbank. Man muss einfach mal fragen, haben Sie schon einen Bewerbungsbrief geschrieben? Naja, das muss man ja nicht tun, aber letztlich treffen die Entscheidungen auch andere. Insofern fragen Sie mit mir den Falschen. Also ich kann Ihnen da keine Prognose abgeben. Ich hoffe nur, dass der nächste EZB-Präsident einer ist, der die fachliche Qualifikation mitbringt, der die Rückendeckung auch der Regierungschefs hat, weil die Zeiten, die vor uns liegen, nicht einfach werden. Insofern ist das sicherlich eine der Grundvoraussetzungen und den Rest werden wir einfach sehen. Ja, man muss einfach sagen, das ist eine politische Besetzung und da spielen wahnsinnig viele Fragen eine Rolle. So ist es. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Deutschland den Präsidenten der EU-Kommission stellt, dass Deutschland dann auch noch den Präsidenten der EZB kriegt, ist ziemlich gering. Ne? Das muss man das so sagen. Das haben Sie, glaube ich, festgestellt. Das heißt aber eigentlich logisch, wenn wir wollen, dass Sie EZB-Präsident werden, darf morgen keiner CDU wählen. Ne? Naja, Wahlempfehlungen gebe ich jetzt keine ab. Nein, aber ich ziehe das zurück. Okay. Also zunächst mal vielleicht schön, dass Sie alle da sind. Also guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie heute so zahlreich hier sind und diesen sonnigen Tag bei uns in der Bundesbank verbringen. Also das wollte ich mal loswerden. Müssen Sie auch. Das war das, was ich Ihnen eigentlich als erstes so als Vorlage servieren wollte. In der Tat ist schön. Und diesmal haben wir auch tolles Wetter. Vor 2 Jahren, erinnere ich mich, bei der Eröffnung hat es ziemlich gegossen. So ist es. Und jetzt sehe ich die meisten Menschen eher entspannt da sitzen mit hochgekrempelten Ärmeln und so weiter. Ich würde trotzdem mal fragen, wir wollen ja heute auch die Arbeit der Bundesbank vorstellen und die Arbeit der Vorstandsmitglieder. Wir wissen alle, die Geldpolitik, die große Geldpolitik wird bei der Europäischen Zentralbank gemacht. Und trotzdem haben wir noch eine Bundesbank, die das früher alles gemacht hat. Und die hat ja auch ein paar tausend Beschäftigte. Wofür brauchen wir sie eigentlich noch? Ja, zum einen, Ihre Eingangsstatement würde ich so auch gar nicht stehen lassen. Die Geldpolitik wird ja nicht bei der EZB gemacht, sondern im EZB-Rat. Das heißt, alle Chefs der nationalen Notenbanken und die Kollegen aus dem Direktorium der EZB entscheiden gemeinsam über die Geldpolitik, diskutieren über den richtigen Weg. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Funktion. Und ich denke, dass es auch die Verpflichtung der Bundesbank ist, ihre Tradition, ihre Sichtweisen dort einzubringen. Und das tue ich. Zweiter Punkt, wir haben noch eine ganze Vielzahl von anderen Aufgaben, die Sie hoffentlich alle heute auch ein bisschen kennenlernen werden. Und vielleicht macht es ja auch Spaß. Bargeldversorgung ist zum Beispiel eine ganz sichtbare. Das Bargeld im Portemonnaie ist ja das Symbol der europäischen Integration, das wir alle Tag für Tag bei uns führen. Und da haben wir die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Bargeldumlauf auch funktioniert. Aber auch für den unbaren Zahlungsverkehr, wenn Sie eine Überweisung tätigen, dann arbeitet im Grunde im Hintergrund die Bundesbank für Sie. Finanzstabilität, eine ganz wichtige Aufgabe nach der Krise. Dafür zu sorgen, dass das Finanzsystem eben stabil bleibt und uns nicht vor die Füße fällt, keinen Druck ausübt, um Banken zu retten, ist auch eine ganz wichtige Aufgabe. Und das bringt mich zur nächsten Säule der Bankenaufsicht. Bankenaufsicht, die Bundesbank macht ja die laufende Aufsicht zusammen mit der BaFin und jetzt im neuen System mit der EZB. Also auch da eine ganz wichtige Funktion. Sie wissen, es gab mal den schönen Satz, ich glaube, eines britischen Journalisten, nicht alle Deutsche glauben an Gott, aber alle an die Bundesbank und nicht wenige in unserem Land trauern der alten Rolle der Bundesbank immer noch nach. Hätte die Bundesbank in den letzten Jahren eine andere Geldpolitik gemacht als die EZB? Naja, die Frage ist insofern ein bisschen irreführend, als die Bundesbank Geldpolitik für Deutschland gemacht hätte und nicht für den Euroraum als Ganzes. Mhm. Die Aufgabe der EZB ist allerdings, Preisstabilität im Euroraum zu sichern. Und die wirtschaftlichen Verhältnisse, die unterscheiden sich eben auch etwas. Das macht unsere Aufgabe ja nicht gerade einfacher.
Und das belegt aber auf der anderen Seite auch, wie wichtig es ist, dass die Politik ihre Hausaufgaben macht, damit die Geldpolitik im Euroraum, im gemeinsamen Währungsraum auch funktionieren kann. Ich nehme immer das Beispiel von dem Mantel. Wir schneiden einen Mantel in Einheitsgröße und der muss allen passen. Wenn der eine jetzt aber relativ groß ist und der andere ein bisschen kleiner, dann sitzt das beim einen etwas locker und beim anderen zu fest. Ich wollte gerade sagen, beim Mantel geht es ja nicht. Ne? Das muss man ja ehrlicherweise sagen. Geht es in der Geldpolitik? Ne, es geht, aber es erfordert eben auch, dass die Wirtschaftspolitik beispielsweise stabilitätsorientiert ausgerichtet ist. Es erfordert auch, dass sie nicht immer ist. Was sie nicht immer ist, aber genau deswegen haben wir gemeinsame Regeln verabredet, die ja auch dem Schutz der Geldpolitik dienen. Es erfordert beispielsweise auch, dass die Bankenunion, die ja ein ganz wichtiger Integrationsschritt ist, ist auch ein wichtiger Teil, um diese unvollständige Währungsunion zu komplettieren. Als wir vor 2 Jahren hier das Interview miteinander geführt haben, da waren wir noch in einer Zeit, da konnte man in den Zeitungen oft lesen, dass Sie im Zentralbankrat der Europäischen Zentralbank in einer Minderheitenposition waren und manchmal überstimmt wurden und Mario Draghi sich die Haare raufte ihretwegen etc. etc. Wie ist das eigentlich heute? Naja, also meine Grundauffassung ist, dass wir im EZB-Rat zusammenkommen und miteinander diskutieren, auch weil wir unterschiedliche Auffassungen haben können und dass am Ende das zu einer besseren Entscheidungsfindung führt. Wenn wir alle von vornherein die gleiche Meinung hätten, bräuchten wir gar nicht hingehen. So, also wir bringen alle ein, unsere persönlichen Hintergründe, unsere Erfahrungen, vielleicht auch den historischen Hintergrund unseres Landes und machen Geldpolitik für den Euroraum. Und da gibt es Gemeinsamkeiten, gerade was jetzt die Auffassung angeht, ob wir unser Preisstabilitätsziel erreichen und dass die Geldpolitik expansiv ausgerichtet sein muss. Es gibt aber auch Unterschiede in der Frage, welche Instrumente mit welchen Nebenwirkungen und welchen Risiken verbunden sind und wie man die gegeneinander abwägt. Da sind wir schon fast beim Thema der niedrigen Zinsen, das immer noch viele Menschen bei uns ärgert, dass man für Spareinlagen eigentlich kaum noch Geld kriegt. Was sagen Sie denen? Sind Sie der Meinung, ja, es wäre besser, wir hätten höhere Zinsen, oder ist das richtig so? Naja, die Brille des Sparers ist eben nicht die einzig relevante für uns. Natürlich verstehe ich die Sorgen der Sparer, die sehen, dass auf ihrem Sparbuch jetzt keine Erträge auflaufen. Auf der anderen Seite ist unser Ziel, Preisstabilität für den Euroraum zu sichern. Und die Einschätzung, ob niedrige Zinsen für einen selbst gut oder schlecht sind, hängt natürlich stark darauf an, in welcher Position man sich befindet. Wenn Sie gerade ein Haus bauen wollen, das Sie finanzieren müssen, freuen Sie sich vielleicht über die niedrigen Zinsen. Die konjunkturstützende Wirkung hat natürlich auch letztlich positive Auswirkungen auf die Beschäftigungschancen, auf den Arbeitsmarkt. Also diese individuelle Sicht, die differiert sehr stark, je nachdem, welchen Hut Sie aufhaben. Für uns als Notenbank kommt es darauf an, unser Ziel zu erreichen. Und auch da kann man sich dann darüber streiten, ob sozusagen eine bestimmte Maßnahme letztlich geeignet ist, ob sie vielleicht mit mehr Nebenwirkungen verbunden ist als mit positiven Wirkungen. Aber die einzelne Sicht des Spares ist nicht das Thema für uns in der Geldpolitik. Na gut, aber die Notenbank hat das Ziel für Preisstabilität so definiert, dass sie sagt, die Inflationsrate soll nahe an 2% sein, aber unter 2. Und da strampelt die Notenbank ja nun schon eine ganze Weile, um das zu erreichen, hat es aber eigentlich nicht hingekriegt. Also das ist ja auch, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dann auch ein Thema, was wir natürlich im EZB-Rat diskutieren und auch intensiver darüber sprechen werden, wenn wir die Strategie nochmal auf den Prüfstand stellen werden. Das machen wir ja regelmäßig. Die Frage nach dem Inflationsziel, ist diese Definition von Preisstabilität, die wir uns gegeben haben, knapp unter 2%, ist das eigentlich das Richtige? Und ich habe bis jetzt noch keine wissenschaftliche Studie gesehen, die dieses Ziel widerlegt hat. Das ist ein bisschen Hans-Werner Sinn, der Ökonom aus München, der das IFO-Institut geleitet hat, hat das mal mit Öl in einem Motor verglichen. Ohne Öl funktioniert es nicht, da kriege ich einen Kolbenfresser. Bei zu viel Öl ist auch nicht gut, da funktioniert der Motor auch nicht. Wir brauchen eine gewisse positive Inflationsrate wegen Messfehlern bei der Preisermittlung, wegen nominalen Rigiditäten. Also die nominalen Preise passen sich nicht so an, nicht so schnell, wie das eigentlich
notwendig wäre, damit die Wirtschaft atmen kann, reagieren kann. Und deswegen ist eine gewisse Inflationsrate schon notwendig, damit die Wirtschaft auch funktioniert, gerade in einem Währungsraum, der eben auch heterogen ist, wo die wirtschaftliche Kraft sich unterscheidet in den einzelnen Ländern. Aber noch mal kurz zurück zu den Zinsen. Wenn man mal den Blick etwas zurückrichtet und eine historische Dimension einfließen lässt, dann sieht man auch, dass niedrige Realzinsen, und darauf kommt es ja eigentlich an, was bleibt mir unterm Strich, nachdem ich die Inflationsentwicklung abgezogen habe, also die Entwertung meines Vermögens durch Inflation, was bleibt mir da? Und da sieht man, dass wir immer wieder mal auf besonders sichere Bankeinlagen negative Realzinsen hatten. Es fällt nur jetzt viel mehr auf, weil die Nominalzinsen so niedrig sind und die Inflation eben auch etwas niedriger als in der Vergangenheit. Sie sagten gerade, dass jemand, der ein Haus bauen will, ich habe das, hören Sie mich noch? Das also die in der ersten Reihe, die sagen, so, okay, und ganz hinten kommt ein klares Nein. Sie sagten gerade, dass jemand, der ein Haus bauen will, sich über die niedrigen Kreditzinsen natürlich freut, das stimmt. Aber gerade bei dem Thema stellt sich doch die Frage, wird eigentlich die Inflation richtig gemessen? Die meisten Menschen sparen ja nicht, damit sie sich dem nächsten Kilo Bananen kaufen können, sondern die sparen, um sich vielleicht mal eine Eigentumswohnung zu kaufen oder eben vielleicht doch noch ein Eigenheim, wenn es noch irgendwo geht, von den Preisen her. Und denen rennen doch die Preise davon. Die kommen doch mit dem Sparen gar nicht mehr hinterher, um dieses Eigenkapital überhaupt anzusparen, das dann die meisten Banken von ihnen ja doch verlangen. Ist da eigentlich die Inflationsrate, die man im Blick hat, die richtige? Ja, viele sparen, um für ihr Alter vorzusorgen. Ich glaube, das ist die richtige Perspektive. Ob das jetzt über ein Eigenheim passiert oder über Kapitalanlagen, ist dann letztlich eine zweite Frage. Wir versuchen mit den Preisen, die wir anstreben, letztlich einen Warenkorb abzubilden, nämlich das, was sie Tag für Tag ausgeben, um zu leben. Das ist das, was wir weitestgehend stabil halten wollen, ihre Lebenshaltungskosten sozusagen. Und Vermögenspreise wie Immobilienpreise haben eben einen ganz anderen Charakter. Wenn Sie ein Haus haben, finden Sie eine Immobilienpreissteigerung wahrscheinlich sehr positiv. Wenn Sie keins haben und sich eins kaufen wollen, ist das eher negativ. Bei unserem Konsumentenkorb ist das schon anders. Wenn Sie täglich was kaufen müssen, täglich was umsetzen müssen, dann hat das eine eindeutigere Interpretation. Auf der anderen Seite haben Sie durchaus recht. Es gibt eine akademische Diskussion auch, inwieweit beispielsweise selbstgenutztes Wohneigentum in die Preisermittlung einfließen muss. Und das hat durchaus einen Einfluss dann auf die ausgewiesene Preissteigerungsrate. Ein anderes umstrittenes Thema ist der Kauf von Staatsanleihen durch die EZB. In den Verträgen steht eigentlich ganz eindeutig, dass die Europäische Zentralbank Staaten nicht finanzieren darf. Das heißt, sie darf eigentlich von Staaten keine Staatsanleihen übernehmen. Trotzdem hat sie inzwischen wie viel Billionen Euro Staatsanleihen? Ausreichend. Ausreichend, sagten Sie. Ich weiß nicht, wie viele Billionen sind es? Also ziemlich viele. Das prägt unsere Bilanz ja im Moment weitestgehend und spiegelt sich ja auch in den Targetsalden wieder, die immer wieder besprochen werden, aber das sind ja zwei Facetten. Also Sie haben sie nicht direkt von den Staaten gekauft, die EZB, ne? Ja, sondern die waren kurz bei einer Bank. Kurz oder lang, das wissen wir nicht. Ja, aber manchmal auch nur eine logische Sekunde oder sowas. Ne? Und dann, was ist der Unterschied? Eine logische Sekunde geht nach den Regeln nicht. Es muss schon ein gewisser Zeitraum dazwischen sein, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Es gibt letztlich zwei Facetten, die Sie angesprochen haben. Der eine, das ist die rechtliche Betrachtung, die Sie angesprochen haben. Das ist den Staaten eigentlich verboten. Es gab ja jetzt eine ganze Reihe von Gerichtsverfahren zu diesem Thema, beim Verfassungsgericht, aber auch beim EuGH. Und die haben das Programm letztlich als rechtmäßig erachtet. Und da bin ich jetzt nicht Jurist genug, um mir da ein anderes Urteil zuzutrauen. Jeder, der die Zusammensetzung des EuGH kennt, hat sich total gewundert über das Urteil. Die zweite Frage, die für mich als Ökonom allerdings viel wichtiger ist, und deswegen haben wir ja eigentlich diese rechtlichen Regeln, ist, was kann das denn für Folgen haben, wenn die Notenbank zum größten Gläubiger des Staates ist? Kommt die Notenbank dort in einen Interessenkonflikt beispielsweise? Was passiert mit den Anreizen für die Staaten, solide zu haushalten? Also nehme ich da vielleicht im Moment den Druck und beruhige die Situation, erkaufe mir das aber um den Preis, dass die nächste Krise wahrscheinlicher wird oder die nächste Eskalation in einem Haushalts,
in der Haushaltsdiskussion. Insofern sind das genau die Fragen, die wir im EZB-Rat auch diskutieren müssen. Was sind eigentlich die Nebenwirkungen eines solchen Programms? Ist das ein normales Instrument zum Feintuning? Ist das eher ein Instrument, was man nutzt, um einer sehr negativen Entwicklung entgegenzuwirken, einer Deflationsspirale beispielsweise? Das sind so die Punkte. Es ist ja nicht die Europäische Zentralbank, die die Staatsanleihe kauft, nicht? Sondern das sind immer die nationalen Notenbanken. Müssen Sie auch italienische Staatspapiere kaufen? Nee, das ist ja eine Änderung beim neuen Programm, auf die ich hingewirkt habe. Und insofern ist das neue Programm auch anders ausgestattet als die Vorgängerprogramme. Mir war es wichtig, dass wir über solche Programme eben keine staatlichen Haftungsrisiken zwischen den Notenbanken umverteilen. Und das heißt, jede Notenbank kauft die Staatsanleihen ihres jeweiligen Staates. Das heißt, wir haben eben keine italienischen Anleihen in unserer Bilanz, sondern deutsche Staatsanleihen. Gut, jetzt ändert das nicht grundsätzlich die Einschätzung, aber es ändert eben den Punkt Umverteilung von Haftungsrisiken. Vergemeinschaftung von Haftungsrisiken, wenn Sie so wollen, über die Notenbankbilanz. Und das, finde ich, ist auch ein Ergebnis dieser kontroversen Diskussion, die Sie ja beschrieben haben im EZB-Rat. Also insofern sieht man auch, dass es nicht so ist, dass wenn man nicht für etwas ist, dass man nicht auch etwas erreichen kann. Wir versuchen am Ende eben schon auch Lösungen zu finden im EZB-Rat. Wir haben schon darüber gesprochen, dass im Euroraum wir eigentlich sehr unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen gehabt haben. Wir Deutschen waren eigentlich verwöhnt in den letzten Jahren. Wir hatten ganz gutes Wachstum, auch eine relativ gute Beschäftigung. In einigen anderen Euro-Ländern sieht das deutlich schlechter aus. In den letzten Veröffentlichungen auch der Bundesbank, aber nicht nur da, zeichnet sich doch ein bisschen ab, dass sich die Aussichten auch in Deutschland ein bisschen eintrüben. Wie trüb sind Sie denn eigentlich? Also zum einen ist es ja nicht so, dass diese Positionen in der wirtschaftlichen Entwicklung immer gleich sind. Vielleicht erinnern Sie sich noch, zu Beginn der Währungsunion hat der Economist ein großes Titelblatt entworfen, The Sick Man of Europe, der kranke Mann Europas, und das war Deutschland. Also es gibt auch ein Auf und Ab in diesen Positionen auf der einen Seite. Der zweite Punkt, wir erleben derzeit in Deutschland den zweitlängsten Wirtschaftsausschwung der Wirtschaftsgeschichte oder der Nachkriegsgeschichte. Nur die Wirtschaftswunderjahre waren dynamischer und haben länger angedauert. Und da ist es jetzt auch nicht so überraschend, dass diese Hochkonjunktur auch dazu führt, dass wir langsam auch Knappheiten spüren am Arbeitsmarkt beispielsweise, und dass der Aufschwung sich nicht ewig fortsetzt, ist auch selbstverständlich. Und insofern ist das nicht überraschend. Unser Konjunkturbild ist aber, dass wir sozusagen weiterhin ein Wirtschaftswachstum haben werden, dass die Kapazitätsauslastung, um jetzt technisch zu werden, ungefähr gleich bleibt, also der Preisdruck auch weiterhin zunehmen wird. Normalerweise, wenn die wirtschaftlichen Aussichten schlechter werden, dann senkt eine Notenbank die Zinsen, um die Konjunktur auch wieder anzukurbeln, auch weil die Inflation meistens, wenn die wirtschaftlichen Probleme größer werden, von alleine niedriger wird. So, nun sind die Zinsen aber schon unten. Welchen Handlungsspielraum haben wir in der Eurozone überhaupt? Also die Sichtweise ist, die Sichtweise ist so ein bisschen einfach natürlich, weil wir ja nicht die Konjunktur steuern wollen, sondern wir wollen die Inflationsentwicklung steuern. Das ist unser Ziel. Und auch wenn sich die Wirtschaftsentwicklung derzeit verlangsamt, passiert das von einem sehr hohen Niveau aus. In Deutschland sind die Kapazitäten beispielsweise überausgelastet. Wenn Sie jetzt versuchen, einen Handwerker zu bekommen, um Ihre Wohnung zu renovieren, dann können Sie davon ein Lied singen. Und das heißt natürlich nichts anderes, als dass der Preisdruck weiterhin da ist und dass das keine Situation ist, in der jetzt man reagieren müsste mit Konjunkturprogrammen oder irgendwelchen Stimuli. Das ist noch weiterhin, also der Arbeitsmarkt ist fast geräumt beispielsweise, weiterhin eine wirtschaftlich sehr günstige Lage. Nichtsdestotrotz haben Sie recht. Die Geldpolitik war sehr lange sehr expansiv, und insofern ist sicherlich auch ein Diskussionspunkt, dass man über den Zyklus klar machen muss, dass man die Maßnahmen auch wieder zurückführen kann. Ja, aber ich meine, wenn nun, das können Sie nicht zurückführen in dem Moment, wo die wirtschaftlichen Probleme größer werden. Das ist aber nicht unser Basisszenario. Wir haben ja weiterhin ein Szenario von ausgelasteten Kapazitäten, steigenden Preisen.
So. Und Sie haben gerade mit Recht gesagt vorher, dass die EZB Politik nicht nur für Deutschland machen kann, sondern für alle Euro-Länder. Und ich meine, da sind die wirtschaftlichen Probleme im Moment eher groß. Die Wachstumslokomotiven in der EU sind im Moment Länder wie Polen oder auch Rumänien, die gar nicht in der Eurozone sind. Und die Frage ist, was hat die Europäische Zentralbank eigentlich noch also an Pfeilen im Köcher? Wir basieren ja unsere Entscheidungen in der Regel auf Prognosen und wirtschaftlichen Analysen, und die sind auch für den Euroraum nicht so schlecht. Ja. Und Sie haben schon recht, die EZB ist natürlich mit ihrem Instrumentarium sehr stark auch an die Grenzen dessen gegangen, was möglich ist. Und insofern gibt es diese Diskussion um den Handlungsspielraum, aber ich mache mir da keine Sorgen, dass wir handlungsfähig bleiben. Also wir werden nicht in eine Lage kommen, wo ich, wenn ich einen Kredit nehme, auch noch jeden Monat noch Zinsen dazu kriege, damit ich das Geld von der Bank nehme. Also das, ich glaube, wir irgendwann haben bei den... muss man ja in die negativen Zinsen dann auch mal bei den Kunden eine Erfahrung gehen. Der letzten Jahre war ja auch, dass wir jetzt wissen, wo die Zinsuntergrenze liegt. Dass wenn da drunter geht, halte ich für eher unwahrscheinlich. Sinn der Notenbanken, Aufgabe der Notenbanken ist auch immer ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Und was... erstmal vorweg, ist die Euro-Krise... Gerne, ja. Dann mache ich wenigstens auf. Erstmal, ist die Euro-Krise wirklich überwunden? Nee, die Krise ist überwunden, aber die Defizite in ihrer akuten Form, genau, aber die Defizite im Rahmenwerk, die sind noch nicht überwunden. Und deswegen gibt es ja die Diskussion über die Unvollständigkeit der Währungsunion. Wir haben eine gemeinsame Geldpolitik, aber 19 eigenständig national entschiedene Fiskalpolitiken. Das kann zu Spannungen führen. Wir haben beispielsweise noch nicht eine vollendete Kapitalmarktunion. Und all das führt dazu, dass die Währungsunion auch verwundbar bleibt. Und deswegen gibt es auch eine Diskussion über weitere Integrationsschritte. Und der Punkt, der mir dort wichtig ist, ist ja, das macht Sinn, aber wir müssen darauf achten, dass Haftung und Kontrolle in der Balance bleiben. Risiko für Gemeinschaftung als solches alleine ist sicherlich keine Lösung, weil es am Ende dazu führt, dass unverantwortliche oder nicht solide Entscheidungen getroffen werden. Also insofern muss diese Balance aus Haftung und Kontrolle immer beachtet werden. Und das kommt mir in der Diskussion manchmal zu kurz, wenn man sozusagen europäische Konjunkturprogramme, europäische Haushalte und anderes diskutiert. Die Länder müssen letzten Endes, wenn sie das wollen, auch bereit sein, nationale Souveränität aufzugeben in Haushaltsfragen, das Königsrecht des Parlaments einzuschränken, und die Bereitschaft dafür ist nicht sonderlich ausgeprägt. Wenn das aber so ist, dann muss ich dafür sorgen, dass der Rahmen, den wir jetzt haben, dass der auch funktioniert. Aber also das Haushaltsrecht ist das eine. Viele sagen, wir brauchen einen gemeinsamen Haushalt auch in der Eurozone. Darüber wird in Brüssel gerade diskutiert. Das wird eine Debatte sein, die nach der Europawahl sicherlich wieder an Fahrt aufnehmen wird. Ist das so? Brauchen wir auch einen Finanzausgleich auf Dauer, wie wir ihn in Deutschland ja auch haben zwischen stärkeren und schwächeren Regionen? Naja, ich möchte mal zurückkommen auf meinen Punkt. Natürlich kann man sich ein solches Europa vorstellen. Das wäre letztlich das Europa einer Fiskalunion. Aber die Länder müssen dazu bereit sein, auch gemeinschaftlich über Haushaltsfragen zu entscheiden und auch zu akzeptieren, dass andere bei ihnen mitreden. Die Bereitschaft sehe ich aber nicht. Das zeigt alleine schon der Umgang mit den Haushaltsregeln. Das ist ja eine sehr milde Form des Einflusses und eine, die wir schon verabredet haben. Und wenn ich noch nicht mal die akzeptiere, dann würde auch ein gemeinsamer Haushalt nicht unbedingt die Währungsunion als Stabilitätsunion stärken. Wir hatten Zeiten, da ist die wirtschaftliche und auch die finanzpolitische Stabilität hier in Europa und im Kern Europa, also in der Eurozone, vor allem von innen bedroht gewesen durch die Schuldenkrise etc. Wie ist das heute? Haben wir heute mehr interne Risiken oder mehr äußere Risiken? Naja, wir sind global miteinander verflochten, das waren wir aber auch schon vor der Krise. Und wir erfahren jetzt, wie stark und direkt auch Auswirkungen sein können von Politikentscheidungen woanders. Ja, aber 2009 regierte Donald Trump noch nicht, da hat man noch keinen Brexit etc. Das macht die jetzigen Probleme auch nicht besser unbedingt. Das heißt ja nur, dass es immer wieder schlechte Politikentscheidungen geben kann.
Aber wir sehen eben, welche Auswirkungen der Brexit für uns haben kann. Der Handelskrieg würde natürlich besonders Deutschland mit seiner offenen, exportorientierten Wirtschaft sehr stark treffen, aber auch auf den Euroraum als Ganzes gravierende Auswirkungen haben können. Und insofern ist das schon eine Situation, die einen beunruhigen kann, die sehr hohe Unsicherheit in Bezug auf den wirtschaftlichen Ausblick, die hängt eben auch damit zusammen, dass viel, sagen wir mal, Friktion durch die Politik hereingebracht wird. Aber das kann die Notenbank auch nicht immer alles ausbügeln. Also wir können nicht immer schlechte Politikentscheidungen akkommodieren oder ausbügeln, sondern besser wäre es, die Politik würde vielleicht diese Entscheidungen vernünftig treffen. Sie haben ja mal als politischer Berater der Bundeskanzlerin gearbeitet. Damals haben wir uns kennengelernt, als Sie in der wirtschaftspolitischen Fragen beraten haben. Haben Sie den Eindruck, dass diese Debatten in einem Zentralbankrat sachlicher, kundiger, professioneller geführt werden als zwischen Regierenden? Sie werden anders geführt, weil auch die Verantwortung eine andere ist. Wir haben ja ein relativ enges Mandat, ein recht enges Blickfeld, wenn Sie so wollen. Und Sie müssen nicht gewählt werden. Ne? Wir müssen nicht gewählt werden, aber die Kehrseite dieser Unabhängigkeit ist natürlich das enge Mandat. Also wenn wir als ungewählte Technokraten plötzlich anfangen, Politik zu machen, für die andere gewählt worden sind, dann wird es mit der Unabhängigkeit nicht mehr lange her sein. So, wir haben ein enges Mandat, wir haben technischere Diskussionen. Letztlich haben wir eine viel weniger komplexe Zielfunktion, wenn Sie so wollen. Aber das heißt nicht, dass die Qualität im einen oder anderen Gremium schlechter ist. Eine andere Antwort hätten Sie jetzt auch nicht von mir erwartet, oder, Herr Krause? Nein, nicht wirklich. Ich würde gerne noch einen Punkt erörtern. Als der Euro eingeführt wurde, war damit auch ein bisschen die Hoffnung verbunden oder vielleicht sogar sehr stark die Hoffnung verbunden worden, dass Europa sich emanzipieren kann, auch von den USA, auch vom Dollar, dass wir eine Währung haben, die vielleicht auch mal die Chance hat, Reservewährung zu werden und die es uns nicht, die uns nicht zwingt, der amerikanischen Politik einfach zu folgen. Das war damals, als es passierte, eigentlich noch gar nicht so ein großes Thema. Aber wir sehen heute, wenn es zum Beispiel um die Iran-Sanktionen geht und der amerikanische Präsident einfach von Unternehmen verlangt, entweder eben macht Geschäfte mit dem Iran oder mit uns, mit den USA, dass wir dann doch sehr abhängig sind. Ist das ein Thema, was den Bundesbankchef beschäftigt, wie Europa auch durch die Arbeit der Notenbanken mehr Autarkie, mehr wirkliche Souveränität gewinnen kann, als das bisher offenkundig der Fall ist? Also das ist ja vor allem diese faktische Macht der USA, die Sie ansprechen, vor allem eine Frage der Größe des Marktes und weniger eine Frage der Währung. Letztlich würde ich nur davon warnen, die Währung zu einem Instrument zu machen in einer politischen Auseinandersetzung. Das wird uns als Notenbank und am Ende der Preisstabilität sicherlich nicht gut bekommen. Meine feste Überzeugung ist, wenn wir als Notenbanker unsere Aufgabe gut machen, nämlich den Bürgern Preisstabilität zu liefern, dass dann auch die Währung eine entsprechende Rolle in der Weltwirtschaft hat und wir sollten uns da nicht einspannen lassen für politische Spiele. Was macht Ihnen Sorgen? Sorgen macht mir, wie viele Stunden haben wir noch? Bitte? Wie viel Zeit haben wir noch? Also 2 Minuten. Mir macht schon, wenn Sie wollen, 5. Mir macht natürlich Sorgen die Politisierung der Geldpolitik. Ja. Also da muss ich jetzt nicht nach Europa schauen, sondern wenn ich in die Türkei schaue, wenn ich in die USA schaue, der Umgang mit der Geldpolitik, die Politisierung der Geldpolitik. Das sind sicherlich Fragen, die auch für uns als Notenbanker ganz entscheidend sind. Der wirtschaftliche Ausblick, den Sie schon genannt haben, der ist eben sehr unsicher. Auch das ist sicherlich ein Thema, das mich umtreibt. Was bedeutet das für uns? Also es gibt eine ganze Reihe, wir sind eigentlich schon durch den Garten geritten. Hoffen Sie noch, dass der Brexit vermieden werden kann? Also die Hoffnung stirbt ja zuletzt und hoffen darf man ja, oder? Ja, also wenn Sie mich fragen, hoffe ich natürlich. Von Frau May gibt es so 2 verschiedene Interpretationen. Die einen sagen, damit wird der harte Brexit umso wahrscheinlicher. Die anderen sagen, nee, damit werden Neuwahlen wahrscheinlicher. Ja. Und dann möglicherweise. Und wir können wahrscheinlich den ganzen Nachmittag damit verbringen, zu spekulieren, welcher Entscheidungsstrang zu welchem Ergebnis führt. Das halte ich aber für sehr fruchtlos. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es einen harten Brexit gibt. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Banken dafür gewappnet sind. Und da kann man nicht darauf hoffen, dass es vielleicht
doch irgendwie gut wird. Und wenn es am Ende anders kommt und kein harter Brexit steht am Ende des Tages, umso besser. Eine allerletzte Frage. Ich glaube, in keinem anderen Land gibt es die schöne Formulierung, unser schönes Geld. Was machen die mit unserem schönen Geld? In Deutschland gibt es die. Müssen sich die Deutschen in irgendeiner Weise Sorgen machen um ihr schönes Geld? Na, zunächst mal heißt es doch, drückt es doch aus, dass die Deutschen zu ihrem Geld eine besondere Verbundenheit haben. Und ich würde das anders ausdrücken. Ich würde sagen, das reflektiert auch die Stabilitätskultur, die in Deutschland stark verankert ist. Und das ist aus meiner Sicht was Gutes. Okay. Ich danke Ihnen herzlich, Herr Weidmann. Wir sehen uns morgen nochmal. Wenn Sie wollen, kommen Sie also wieder. Ach, haben Sie eigentlich schon gewählt? Das mache ich morgen. Das machen Sie morgen. Also ach, Sie haben die Mahnung wegen Briefwahl dann ernst genommen. Okay, gut. Ich danke Ihnen herzlich. Ich danke Ihnen. Wir sehen uns gleich wieder mit viel Spaß. Einem Vorstandsmitglied. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß. Komme ich wieder in, glaube ich, ungefähr einer Stunde oder so. Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß bei uns. Schön, dass Sie hier sind.